Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Mein Name ist Martin und heute geht es mal wieder Richtung Fürstentum Wallerstein, hätte ich beinahe gesagt. Es gibt das dritte Bier hier am Kanal und zwar das Fürstenexport. 5,2 Volumenprozent Alkohol und ich kann mich gar nicht daran erinnern, schon mal einen Export hier auf dem Kanal gehabt zu haben. Und das habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt. Ich freue mich eigentlich auch hier und da mal so wirklich richtig klassische 0815 Bierstile da zu haben und einfach mal auch mal wegzukommen von diesen IPAs, Imperial Stouts und was es da nicht alles gibt. Und Fürst Wallerstein hat mir da tatsächlich an der Stelle ein bisschen geholfen. Machen wir das Bier auf. Und ich verspreche, ich werde auch in nächster Zeit die einen oder anderen Exportbiere sicher irgendwo mal finden und dann ist relativ schwer zu kriegen in Österreich. Es gibt wenig Brauereien, die da was brauen und ja, das ist schon ein sehr, sehr schönes, goldenes Gelb, klar, ungetrübt, weißer Schaum, ein Finger breit. Der macht aber an der Stelle schon einen eher stabileren Eindruck, haftet auch sehr schön am Glas. Hui. Das sind kräftige, getreidige Aromen und eine grasige Töne, aber eine aus meiner Sicht sehr präsente Süße dabei. Ja, in diesem Sinne, cheers! Hoi! Ist jetzt für mich eher etwas überraschend süßlich am Anfang. Finde ich eher ungewöhnlich für einen Export, dass es dann doch eine sehr, sehr, sehr vordergründige Süße hat. Wobei, wenn man das Bier so ein bisschen im Mundraum lässt, dann kommt die Herbe so langsam auf, die ja dann doch eher für das Export spricht. Aber es ist trotz alledem relativ schlank, dieses Bier. Schlank bis mittlerer Körper. Und was auffällt, es hat eine unglaublich spritzige Kohlensäure. Und ich zumindest für meinen Teil verbinde jetzt mit Exportbieren nicht unbedingt so diese klassischen Durstlöscher. Das Bier kann es aber, hätte ich jetzt gesagt. Das von der Kohlensäure her ist hier aber am oberen Level, was noch zu dem Bier passt, aber macht einen sehr, sehr erfrischenden Eindruck. Und es hat auch hinten raus ein durchaus längeres, malzbetontes Finish. Die kräftigen Getreidenoten kommen nochmal zurück. Und es ist eigentlich fast hinten im Nachtrunk vollmundiger, als es im Andrunk war. Die Süße ist auch nach wie vor sehr präsent, ohne unangenehm zu sein. Das ist jetzt nicht so eine klebrig-pickige Süße, sondern es ist einfach eine schöne, malzige Süße. Muss man mögen. Aber ich finde, es passt zu diesem Bier eigentlich ganz gut dazu. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass irgendwo der Hopfen nochmal durchblickt und Hallo sagt, aber trotz alledem auch ein sehr, sehr schönes, klassisches Bier, von dem ich sicher bin, dass es seine Freunde hat und es passt einfach hervorragend in Biergärten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Biergärten rund um das Fürstenhaus Wallerstein, die Gelegenheit haben, dieses Bier vom Fass zu bekommen. Also für so ein Bier beneide ich euch dann schon sehr. Kommen wir mal zur Bewertung des Fürstenexport aus der Brauerei Fürst Wallerstein. Fürstenexport ist das andere, als würde man den Fürst irgendwo hin exportieren. Gibt 3 von 5 möglichen Punkten für das Fürst Wallerstein Fürstenexport. Und wenn ihr dieses Bier kennt, dann freut es mich, wenn ihr mir eure Meinung mitteilt. Bei YouTube, Facebook oder auch im Blog habt ihr die Gelegenheit dazu. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren
Und wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.